herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dragon Quest. Ja, zu Anfang möchte ich euch sagen, da ich ein bisschen viel an den Tasten umgespielt habe und nachher das Spiel mir abgeschissen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein kleines Problem aufgetaucht. Ich musste einerseits die Venus-Träne neu holen, da ich da vorhin abgespeichert habe, wo ich Jessica retten wollte. Jessica hat den Kampf überlebt, aber wir sind Level 19, beide, und Angelo ist immer noch Level 16. Jessica hat ein Level aufgestiegen, auf 18 rauf. Die hat den Kampf auch diesmal überlebt, aber es war halt das Blöde. Ich hatte dann versucht, da gucken, ob er es irgendwie rettet oder fortzufahren auf dem Emulator. Das funktioniert ja auch mal. Hat's aber nicht, das heißt, muss im Schnelldurchgang mal eben fix das wiederholen. So, mit der Venus-Träne jetzt in der Tasche. Klingt ein bisschen verschnupft. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Mal wieder so eine kalte Nacht. Oder ich habe keine Ahnung, warum. Oder mir bekommt irgendwas nicht. Ja, noch, was hatte ich denn? Was fehlt uns eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier haben wir irgendwie ein anderes Schild oder so gehabt im Nachhinein. Ich muss dann auch noch ein paar Sachen verkaufen wieder, weil das hat alles, war natürlich alles weg. Ich hatte dann noch ein paar Sachen behalten morgen und den, das Schild. Den Dolch hatten wir noch gekauft gehabt, genau. Jetzt müssen wir nur warten, dass wir unsere Karre wieder bekommen und damit Alchemie weitermachen können. Da warte ich nämlich die ganze Zeit schon drauf. So, was kommt jetzt? Ah, zwei F-Gen. So, B machen wir. Oh, Knister. Und hier machen wir einfach einen Säusel fertig. Jessica in ihrem neuen Outfit. Ich weiß nicht, warum es kommt. Normalerweise hätte sie ein anderes Outfit angehabt. Aber woran das jetzt genau liegt, ist klar. Mach doch einfach mal. Tschüss. Tschüss. So, Tab nicht vergessen, wenn wir den Turbo einschalten. Und es leckt komischerweise mehr im normalen Modus als im Turbo-Modus. Ich habe gut, eigentlich gute FPS ständig, aber das habe ich jetzt. Es geht, wenn ich mich jetzt so bewege, 66, 67, wenn ich im Menü bin, weil das ja nichts machen muss, bis zu 80, das ist eigentlich ganz okay. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, durch. Räumen wir mal das Feld von, ich tippe mal von hinten am besten auf. Machen wir G eine Runde und falls einer nicht kommt, machen wir B hier. Okay, der pennt schon mal. Ah, der letzte. Tot. Wir sagen mal von hinten das Feld aufräumen. So. Und die anderen beiden sollten locker den wegkriegen. Ja, klar. Also es wird auch nicht mehr lange dauern, dass auf jeden Fall die beiden noch das Level hochkommen. Beziehungsweise das Level steigern hier. Jetzt müssen wir fix auf die Karte gucken. Jo, wir gehen richtig. Ich glaube, dieser Weg hier nur noch und dann wären wir auch wieder da. Mittlerweile Folge 44 schon. Krass eigentlich. Ja gut, ich hatte ja von Anfang an so 10 Minuten rum. Maximale war, glaube ich, irgendwie 16 Minuten, 15 Minuten jetzt. Die wir mal hatten. War ja auch der Grund, entweder waren es lange Fights zwischen Boss-Fights halt da zwischendurch oder ich habe es einfach versimmelt und nicht zu cutten. Weil es einfach doch hier einfach zu sagen, komm, kurzen Cut eben anhalten und direkt weiterzulaufen, weil ist natürlich für mich ein bisschen weniger Aufwand. Und es passiert ja auch nichts dazwischendurch. So. Ich glaube, ich mache mal eben eine fixe Allheilung. Wer kriegt den, wer zieht den jetzt? Ach, erst Angelo zieht da unten ab. Ja. Ist eigentlich nicht schlimm, da Angelo ja nur eigentlich den Schlummerpfeil hat. Ja, darüber müssen wir. Ja, und Säusel, vielleicht Mega-Stärkung, aber. Wir machen den. Jenkins macht den. Dann macht Jessica mit Dit. Angelo kann eigentlich. Den erfasst. Ein Pen kriegen. Hoffen wir mal, dass beide pennen. Jawohl, da ist schon mal Ruhe im Pott. Okay,
Okay, Schlaf versetzt. Tot. Und ich habe hier eine Fliege im Zimmer. Ich so, hau da ab. Tschüss. Ja. Hat er noch Keyception? Fliege ab. Wo ist die nervig? Sag mal, wenn ihr eine Fliege im Zimmer habt und ihr am offenen seid, kriegt ihr richtig große Kotzen. Tschüss. Ja. Jetzt darfst du da hinten sitzen und dann ist Ruhe mit dir. Und artig bleiben. Jetzt komme ich mit der Fliegenklatsche, mach dich gut. Wenn ich wüsste, wo ich die ab und mich zu viel zu bewegen. Ah, die ist irgendwo hinter mir. Ja, machen wir es so, machen wir so, machen wir da. Gehen da drauf und vielleicht ein Säusel fertig. Jetzt komme ich nicht an die Fliegenklatsche ran, ohne mich viel zu bewegen. Ulala. Zeigt kein Interesse, der mag ja eher Jessica. Ja, jetzt war ein bisschen Krach hier. Ja, müssen wir mal eben die Fliege down kriegen. Ein nerviges Ding. Muss ich schon sagen, nervige Fliegen. Ah, du bist eingenickert, okay. Mach du mal den. Ah, Fliege, hau ab. Mal Krach und Säusel. Oh, nur noch einer. Super. Grandioser Schachzug. Jetzt fliege ab. Also manchmal muss ich euch sagen, Fliegen sind richtig nervig. Ja, und, ach, die lebt immer noch. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht! Also ist jetzt schon wieder. Na, dünn. Aber man kann auch nicht so viel an die Bildschirme rangehen, weil ich Angst habe, dass ich kaputt mache. Na. Irgendwas geht heute noch kaputt. Sag's euch. Schlimmes Kackviech. Haut ab. Wette noch wütend. Aber wenn man aufsteht und sie sucht, dann ist sie weg. Naja, gehen wir mal fix noch die Venustrainer ab. Damit wir unser Media wiederbekommen und eigentlich wieder einen Alchemiekessel können. Ja, bitteschön. Years ago, you can't dredge up the past like that. Well, you're in no position to argue. Yeah, right. I was out of line before, but this ain't just about me now. I can't look. Do what you want with me. Hey? Oh. All right. Behave, would ya? Lost it, but I'll be keeping that Venus tear. That's what we agreed. Yeah, fair. Oh, for crying out loud! Pull yourself. So, Pferdchen wieder. Affengeil. Da ist sie ja. Wunderschön, wie immer. Genau, das nächste Ziel. How
Okay, wenn er meint, dass der Döckeschen wieder da ist. Bye bye. Dann gehen wir einen Tacken schneller hier.